Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde Let's Play The Witcher. Auf der Suche nach Angus. Also, ich gebe es zu, ich habe jetzt mich selbst gespoilert und habe das Internet gefragt. Und das Internet sagt, dass Angus in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr hier herumhängt. Das ist schön. Ja? Ja. Wie heißt ihr wirklich? Hela. Aber das ist zu gewöhnlich. Lebt wohl. Gut, so viel dazu. Wer seid ihr? Ist doch egal. Seid ihr Angus? Was zum Henker soll egal bedeuten? Ich brauche ein paar Sachen. Wer sagt, dass ich Sachen anbiete? Boxfleisch. Das ist eine Nummer zu groß für euch. Ihr macht einen schweren Fehler. Spuckt es aus. Wer sind eure Lieferanten? Leckt mich. Ich hau ab. Ja, wo läuft er denn? Die sind auch nicht interessiert, dass ich einfach mal hinter ihm klebe, ne? Habt ihr den Großmeister gesehen? Ach, war das ein... Ja, da gehen wir doch mal hinterher. Vielleicht gibt er ja eine kleine Teeparty für uns, der gute Angus. Ihr seid ein sturer Hurensohn. Das werdet ihr noch bereuen. Ich habe höflich gefragt und nichts bekommen. Vielleicht klappt es ja so. es tut mir leid, Leute. Ich habe gerade Katzenwahnsinn. Ich weiß auch nicht. Immer zu den ungünstigsten Zeiten. Und wenn man dann selber total Bock hat, dann sitzt man irgendwie auf dem Boden und spielt mit Katzenspielzeug. Und die Katzen liegen irgendwo im Schild. Aber dann um 3 Uhr morgens, wenn du irgendwie im Bett liegst, weil du irgendwie in 3 Stunden wieder aufstehst, legt die Katze so, ey, das Spielzeug total cool und schleppt das in mein Bett und nervt mich so lange, bis ich mit dem spiele. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann muss man so hart bleiben, weil wenn du ein bisschen darauf einlässt, dann denkst du, ja, ich bin das ja nicht mit dir. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Das war ein Unfall. Questgegenstand. Einfach nur Questgegenstand. Der Lieferant ist wahrscheinlich in Kloaken zu treffen. Wir sollten dorthin gehen. Ich verstehe. Mhm. Bisschen Wässerchen. Er lebt jetzt ja auch nicht so schlecht, ne? Er hat jetzt hier seine Hütchen und so. Das ist jetzt schon... Gut, jetzt hängt er mit den Beinen nur noch im Haus. Ist aber nichtsdestotrotz bin ich doch der Meinung, ihm geht es jetzt nicht so schlecht. Also er hat es doch ganz gut gehabt in der Hütte. So, auf in die Kloaken. Schon wieder. Und wie dreht sich das ganze Spiel um die Kloaken? Ich weiß überhaupt nicht. Ich hasse es. Darauf gönne ich mir noch einen Schluck Tee. Also es ist echt anstrengend, mit Geralt in den Kloaken unterwegs zu sein. Wenn ich das mal kritisieren darf. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, hallo. Mensch, hier ist ja richtig was los, ne? Hallo, guten Tag. Wenn die Herren so nett wären, vielleicht nur so ein bisschen so nach... Ja, genau. Danke. Dankeschön. Sehr freundlich.
dass ich da reinlaufen muss. Ich bin nicht im Kampf. Ja. Ach so. Ja. Anscheinend bin ich doch im Kampf. Noch ein. Oh, Leute, das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. CD Projekt, das ist übertrieben. Und jetzt rufen mich gar nicht erst angreifen, denn es ist wirklich too much. So, geradeaus. Könnte mich mal eine Gorgo angreifen, bitte? Das wäre ganz vorzüglich. Welche Quest verfolge ich gerade? Ich bin doch gerade in der. Das war nass. Quest auf der Karte verfolgen. Never mind. So, und jetzt erstmal die Armee. Also müssen wir doch zu den freundlichen Herren am Tor. Die erwarten uns bestimmt. Da. Ach ja, mit Siegfried müssen wir reden. Habt ihr nicht gehört? Raus! Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistech abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Oh! Offscreen habe ich mit dem Wirt vom neuen Narakor gesprochen. Ich wollte mir ein Zimmer mieten. Da sagte er, hätte interessante Informationen für mich. Also es ist mir ein wenig Gold aus meiner schweren Tasche gefallen. Und er sagte, er hat einige seltsame Typen getroffen, die im neuen Narakor ein paar Weiße gezischt haben und miteinander gesprochen haben, ein bisschen mit verhaltener Stimme. Und er stand mal gerade in der Nähe und konnte das Gespräch mit belauschen. Und dabei hörte er, dass sie da über ein Geheimtreffen sprachen und über einen geheimen Ort. Und sie nannten uns so ein Passwort, sowas wie Dorn. Dorn. Tretet ein, aber macht keine Dummheiten und bestellt Angus einen Gruß. Geht, ehe ich es mir anders überlege. Tretet ein. Ich muss pissen. Bäm, bäm, bäm. Da müssen ja die Typen, die im neuen Narakor waren, doch relativ hochrangig gewesen sein, oder? Es passieren Dinge. Gut, geht rein, aber macht keinen Ärger. Wie viel Fistech wollt ihr denn? 1 Pfund. Wir lassen euch wissen, wenn es fertig ist. Geht zu den Chemikern am Ende des Flurs, letzte Tür links. Macht ihnen Dampf, dann kriegt ihr eure Ware schneller. Wo ist der Boss? Unterwegs. Er überwacht die Transporte. Hab ihn zuletzt vor einem Monat gesehen. Dann gehen wir mal zu den Chemikern. Schauen uns natürlich ein bisschen um. Also ganz ehrlich, wir könnten uns auch durchprügeln, aber das wird natürlich hart, ne? Damit sollten wir rechnen. Yay. Guten Tag, die Herren. Wie verzweigt das hier ist. Na gut, aber wir können uns halt von Ebene zu Ebene prügeln. Insofern geht das noch. Bewegung.
Außer uns darf hier niemand rein. Wo ist mein Meteoritenschwert? So schnell. Tatsächlich, manche Gegner schmeiß ich um, die stehen nach kurzer Zeit wieder auf. Wenn wir hier kurz regenerieren können, das wäre ein Träumchen. Wagen, ne? Ich schau mal, vielleicht haben wir ja eine Schwalbe oder irgendwas dabei. Bindekraut, Katze, Ausdauerregeneration, versteckte Gegner. Yay! Nice! Ich höre sie in der Ferne. Oh! Na, wie praktisch! Justin macht ja doch seinen Job, ne? Ihr wagt es, die Salamander herumzufordern? Angriff! Der ist erledigt. Meine Füße schmerzen. Sehr schön. Gute Arbeit. Jesro wartet oben auf euch. Oben? In Ordnung. Dann schauen wir mal, was Jesro uns zu sagen hat. Indem wir das Lager jetzt ausgehoben haben. Hey. Guten Tag. Gute Arbeit, Hexer. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ha! Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit. Kümmert ihr euch um Gellert? Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber... erteilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns noch um Gellert kümmern. Fistech, mach dein Gehirn weich. Ich erledige das. Macht euch bereit, Geralt. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Der Typ ist so fertig. Das geht gar nicht. Gellerts Brief, jetzt schauen wir mal. Königlicher freiwilliges Dokument. Okay. Wir sind aber noch nicht genug Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Früchten zu gewährleisten.
Es ändert sich am besten, wenn mehr Leute dort arbeiten. Das ist nicht doch jetzt zu anderen Dingen. Na, da war ich ja jetzt schon. Das ist ja jetzt schon geklärt. Das ist wirklich anstrengend. Tschüss. Auf Wiedersehen, die Herren. Ihr könnt ja noch mal fix die Quest nehmen. Wir uns um die Ertrunkenen, die wir vor uns weglaufen. Das ist wirklich ziemlich nervig. Ich kann das nachvollziehen, dass es damit zusammenhängt, dass Geralt einfach irgendwann auch eine gewisse Stärke errungen hat. Aber nichtsdestotrotz nervt es, wenn man dann hier zum Beispiel mit solchen Sachen nicht abgeben kann. Ah. Na gut, da komme ich jetzt nicht durch. Also die Ertrunkenen ausweichen. Da komme ich ja nicht runter, das geht ja nicht. Und muss ich Geralt? Fein. Ich kann das ja verstehen, ich würde auch nicht in die Brühe springen wollen. Hätte auch keinen Spaß dran. Geht nicht, weil ich stehe jetzt trocken. Ich finde es nicht so schön und so nervig. Wir sind nämlich so ein bisschen an Dragon Age. Das war auch so übertrieben. Also ja, ich kann das verstehen, man möchte es schwerer machen, aber du machst es ja nicht schwerer und du machst einen Kampf oder auch eine Story oder eine Storyline oder in diesem Fall ein Kapitel nicht schwerer, indem du mehr Gegner produzierst, weil das ist einfach nur lästig. Das ist ja nicht herausfordernd, weil die Gegner fallen ja trotzdem einfach nur um. Das dauert halt einfach nur länger und das macht halt keinen Spaß. Also das ist definitiv nicht herausfordernd. Und das war in Dragon Age war das auch so extrem. Und dass ständig deine Party gestorben ist, weil du irgendwie in den Hinterhof gegangen bist. Der Hinterhof war voll von 200 Banditen oder so. Man hatte einfach das Gefühl, man hat irgendwie... hier passieren Dinge. Hatte das Gefühl, man hat das mit einer Armee zu tun. Moment mal. Da geht's raus. Werde euch töten. Das ist jetzt wahrscheinlich bei euch auf dem Bildschirm verdammt schwarz, wenn YouTube dunkel das immer so gut. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen getötet. Ich orientiere mich gerade eher an den roten Kreisen so ein bisschen. Weil es doch gerade voll dunkel ist. Stärke ein. Nein. Das temerische Kampfschwert, das ist nur... Nein.
Nein. Ja, merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Eigentlich hatte ich jemanden getötet, der anscheinend wichtig war. Nicht, ich weiß es nicht, ich bin gerade verwirrt. Vielleicht soll ich dir auch den Leichnam untersuchen? Er hat mich gerade irgendwas, Feuerstelle. Da kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Wenn wir die ganzen Fistisch waren. Illegales Schwert. Wollen wir nicht haben. Ich sollte Jesu sagen, dass ich Gerald getötet habe. Okay. Da können wir jetzt nicht raus. Aber was haben wir denn jetzt aufgenommen von dem Schwert? Königlicher Freibrief, das bestimmt nicht. Hier. Das sind jetzt schon mehrere solcher Freibriefe. Dinge werden immer interessanter. Und manchmal bleibt Geralt einfach stehen. Da hat er einfach keine Lust mehr mitzumachen. Er bleibt einfach so stehen. Dort komme ich nicht weiter. Ich sehe halt einfach nichts, ne? Gut, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir sehen was. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir irren in der nächsten Folge weiter in den Kloak rum, weil nichts schöner ist als das. Das heißt, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, deine Casual-Nerdin.